Gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Magst wohl keinen klassischen Gesang. Banause. Gut. Highschool. Jo, Highschool. Jetzt kann ich nochmal meinen ganzen Scheiß hier mitnehmen. Gut, let us go. Kruzifix, Bewegungsein. Die blöden Dinger in der Schule mal wieder. Und Geist. Joseph Moore. Okay. Das auf jeden Fall. Da brauche ich fast das schon zwingend. Und. Ah, gute Sicherung. Ganz schnell hinrennen. So, noch ist es schön warm. Und gleich wird's. Bläh. Noch haben wir 16, 15, 12. Es geht so schnell runter. 15. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung. 11. Geh nicht zu viel runter, geh nicht zu viel runter. 14. Immer noch 11. Jetzt haben wir schon mal eine Sicherung. 9. Wage es nicht. So ist gut. Jetzt ganz schön wieder zurück. Dann habe ich nämlich die Temperatur einigermaßen gehalten. Dann kann ich wirklich mit dem Thermometer gut arbeiten. Nicht. Bleib. Ich verstehe das mit dem Thermometer nicht mehr, wie das mit den Temperaturen hier sein soll. Jetzt haben wir 10. Es ist tatsächlich noch ein bisschen runtergegangen. 5. Hallo. 7. 8. 14. 6. Die Turnhallengeist-Folge war cool. Anfang Staffel 2. Sechzehn, 13, 10, 11. Okay, es wird langsam. Ich würde sagen, ich fange mal an zu suchen. Halt mit dem Raum mal warm. Ah, ist das lustig, oder? Ne, habt ihr verstanden? Na, ist noch zu früh. 13, 12, 10, immer noch 10, immer noch 10, 9, immer noch 9, 11, okay. Okay. Ich gehe nochmal hierhin zurück. Man kann ja Glück haben, das ist der Raum. Wie wäre es mit Nein? Nee. Okay, dann durchsuche ich jetzt nochmal. Jetzt bin ich wieder auf einigermaßen Level, was Temperaturen angeht. Dem Kaiser bin ich längst entglitten, hab alle Fesseln durchgeschnitten. Ich bitte nie, ich tu's auch nicht für dich. Also, lässt du mich im Stich? Ja. Schatten da hinten sehen immer noch aus, als würde da jemand mit einem Koffer oder so stehen. In Kombination mit der. Cool. Ich find's cool. Ich mag die Schatten hier, die da.
Entwickler dahin gepackt hat. Hier noch kein einziges Mal Telefon klingeln. Ich muss bei Telefon klingeln in der Schule immer so ein bisschen an Silent Hill 1 denken. Ich habe irgendwann mal Little Big Planet gekauft und Little Big Planet war sehr cool. Es hat echt Spaß gemacht, da Levels zu produzieren. Also, Little Big Planet, für diejenigen, die es nicht kennen sollten, ist ein Spiel, ein Jump'n'Run, 2D Jump'n'Run mit knuffi 3D-Grafik. Und es hat einen sehr, sehr komplexen Level-Editor. Man kann damit auch sogar Top-Down-Spiele machen, wenn man ein bisschen findig ist, wie man das hinbekommt. Und ich mach mal Mut zur Lücke und da hinten im Raum durchsuche ich jetzt nicht den Mini. Und ich habe da in Little Big Planet 2, glaube ich, genau, im Einser habe ich ein Level gebaut, an Silent Hill angelehnt, also auch diese Schule da drin. Naja, die Schule war da nicht drin. Da war ich noch nicht ganz so fix mit dem Editor. Und dann habe ich in Little Big Planet 2, da konnte man Levels miteinander verketten. Und da habe ich dann wesentlich komplexer gebaut. Erstmal so ein bisschen Straßenszene und diese komischen hundeartigen Monster, die es da drin gibt. Hatte ich danach gebaut und man konnte so ein bisschen über die Häuser springen und Zeugs. Und dann gab es dann natürlich irgendwann die Schule. Und immer zwischendrin gab es dann halt auch die, gab es dann so kleine Zwischensequenzen, die ich gebaut habe. Und dann kam man in die Schule rein. Die habe ich dann erst auf der Lichtseite gemacht. Also schön einfach dreckig und ein bisschen Deko und Zeugs drin. Habe auch die Szene im Dingsraum. In dem Lockerraum, wie heißt das Ding? Im Umkleideraum. Das Licht mache ich aus, das habe ich auch ausgemacht, ja. Im Umkleideraum gemacht, wo dann etwas wackelt und also so ein Schranktür wackelt und dann kann man die öffnen und dann kam eine Katze raus. Das habe ich nachgebaut. Und dann habe ich nachgebaut, dass man in den Keller muss, ein, zwei Schlüssel finden und dann. Telefon? Bin ich sicher. Und dann habe ich das Level kopiert. Und dann musste man da halt nochmal durchrennen auf der Dark Side. Also blutig, rostig und alles mögliche. Und habe natürlich auch Sachen gebaut. Das war voll cool. Also mir hat das auch viel Spaß gemacht, dieses Level zu bauen. Ich finde, es ist mir auch für meine Verhältnisse, ich bin kein Designer, da fehlt es bei mir immer ein bisschen an Deko und allem. Ist es mir trotzdem, finde ich, ziemlich gut gelungen. Ich habe es nie veröffentlicht. Und dann ist mir meine bescheuerte PS3 abgeraucht. Das war noch eine von der frühen Serie, die gelegentlich, also die hatte, diese Serie hatte, wenn man nicht aufgepasst hat, ein bisschen das Problem, dass die überhitzt. Und ich habe es einfach nicht geschafft, die Daten von der Festplatte nochmal irgendwie runterzukriegen. Die ist dann einfach nicht mehr angegangen, die PlayStation. Keine Chance. Wir haben sogar zur Reparatur geschickt und die haben gemeint, nö, das können wir nicht reparieren. Ich war sehr traurig, weil ich die Daten halt auch nicht runterholen konnte. Du kannst in der Festplatte kannst nichts anfangen, weil die kodiert ist. Und das hat mich so geärgert, weil dann diese Levels weg waren. Und es war schade. Ich war da extrem stolz drauf gewesen. Ich war natürlich nicht ganz fertig geworden, aber ich hatte viel drin. Ich hatte zwei Bosskämpfe zu dem Zeitpunkt. Und erste war halt dieses Viech im Keller. Das öffnet ab und zu mal das Maul, da muss man reinschießen. Das habe ich mir dann so ein bisschen nicht direkt nachgebaut. Ich hatte keine Schusswaffen, aber du hattest halt so Schosse, konntest du halten und dann loslassen und dann konnte man damit in Anführungszeichen schießen. Muss es dann machen, dass Maul auf war. Und genau, dann war der Keller irgendwann unter Wasser. Das musste man dann ablassen und dann hat irgendwo das Telefon dann Na, auch nicht. Dann ist es oben. Hat irgendwann das Telefon geklingelt und dann gab es eine Zwischensequenz, wo dann Cheryl, also die Tochter, die Harry Mason dann ja sucht. Das ist der Umkleideraum, da muss ich nicht mehr hin. Da ist nichts. Und gab es dann halt so eine Szene mit dem Telefon, wie gesagt. Und deswegen muss ich immer bei Schule und Telefon auch an Silent Hill denken.
Was habe ich noch gemacht? Also natürlich die Szene, dass man einen Schlüssel suchen muss in den Glockenturm rein, von der Schule runterkrabbeln, 10 Meter nach vorne und dann kommt man wieder an derselben Stelle raus, aber auf der dunklen Seite von Silent Hill. Und was gab es denn da noch? Erstmal, wenn da mal eine Tür offen wäre, damit ich weiß, wo der Geist sich rumtreibt. Das ist besser. Genau, was habe ich denn noch gemacht? Ja, Zwischensequenzen, du kommst irgendwann jetzt durch ein Telefon, ganz an der anderen Ecke. Ich mache jetzt den Flügel fertig, obwohl ich vermute, dass ich nicht hier fündig werde. Okay. Und was wollte ich sagen? Genau, man kommt dann in so eine kleine Kapelle rein, da ist dann Dahlia Gillespie. Ganz woanders. Ganz woanders, ganz leise. Und die erzählt dann, dass man irgendwo hin muss. Und dann habe ich noch so ein, zwei Häuschen gebaut. Einfach. Klingt jetzt ganz schön viel mit dem Telefon. Und ich gehe. Hallöchen, na? Moment. Ich habe Pillen dabei. Wo bist du? Du bist nicht hier. Du klingst mit dem Telefon. Wo bist du? Classroom 30. Das sagt mir jetzt nichts. Ich gehe jetzt auf die Seite. Und ich habe jetzt keine Sanity mehr. Das heißt, wenn ich zurückkomme, werde ich sofort Pillen einwerfen. Ich komme ein bisschen näher. Ich lasse das jetzt einfach aus, weil hier dürfte er dann eh nicht rumgurken. So, jetzt darfst du noch mal klingeln, weil jetzt bin ich halbwegs in den Ecken. Ich bin ja selbst schuld. Ist er.
da rumkiten? Oh oh. Ich renne einfach geradeaus. Hui! Er hat mich gefunden. Das ist natürlich nicht so günstig. La 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 la. Ja, was wäre eine Phasmo-Runde ohne ein bisschen Spannung? Ich habe nur einmal Pillen dabei, ich habe wahrscheinlich jetzt null, weil ich zweimal das Brett benutzt habe. Jo. Na, immerhin. Moment. So. Okay, die Klassenräume. Ja, ich weiß natürlich nicht, welcher Klassenraum welcher ist. Ich gucke jetzt auch nicht im Netz nach, sonst wäre die Folge total langweilig. Gut, da hinten habe ich aufgemacht, da muss ich nicht ganz so lange durchs Haus durch. Obwohl, ich muss den Dings beleuchten. Ist auch das Ouija-Brett zu benutzen, hat glaube ich eine 30-prozentige Chance, dass der Geist einfach pauschal angreift. Das heißt, egal wie man es macht, es ist ein ziemlicher Risikofaktor. So, da ist der Raum offen. Also bist du hier drin. Oder auch nicht. Das hilft ja nichts. Ich muss ja weiter gucken. Ich hoffe nur, dass ich da mal hochkomme. Ohne, dass er direkt angreift. Ach, das ist natürlich auch Quatsch. Bisschen ungünstig war, ich habe jetzt genau einen Raum gefunden, wo ich nachgucken wollte. Von dem ich mir sicher bin, dass ich die Tür dann nicht aufgemacht habe. Aber das ist er nicht. Das ist kein Klassenraum. Das ist auch kein Klassenraum. Oh! Jetzt renne ich ihm wahrscheinlich genau in die Arme. Da ist der Raum. Ja, da ist er. Jetzt muss ich wenigstens mal wissen, welcher Raum das ist. Der ist natürlich auch super weit vom Eingang weg. Der Raum hier, oder? Ja, okay. Also so. So. So, das wird eine interessante Folge. Ich habe keinen Beweis. Ich habe null Sanity. Ich habe den Geist ganz schön gegen mich aufgebracht mit dem Ouija-Brett. Und ich habe noch nichts an
Schweißgebern hier drin und ich habe. Doch, ich habe noch Licht. Na, immerhin. Das wird eine lange Folge. Richtet euch schon mal ein. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Plätzchen und Kuchen und Decken und alles. Okay. Okay. Was möchte ich denn jetzt da reinbringen? Ich habe noch mehr als 0. Geil. Was will ich denn jetzt machen? Ich brauche eine Kamera und ein Buch. Ich bin ja schon stolz auf mich, dass ich den Raum gefunden habe. Und ich habe zumindest schon mal die Gefriertemperaturen ausschließen können, weil es waren keine Wölkchen. Das Thermometer hat plus angezeigt. Also alles toll. Das läuft super, diese Runde. Habe ich noch was zu meiner... Ah ja, ein bisschen was habe ich noch zu meiner Little Big Planet Folge zu erzählen. Zumindest bis das nächste Mal die Lichter anfangen zu blinken. Tut mir übrigens leid, dass ich die Taschenlampe selten ausmache, weil sonst sehe ich nicht, wann der... wann die Jagd vorbei ist so gut. Und falls der Geist in den Raum kommt, will ich versuchen, zumindest noch ein bisschen zu kiten. Deswegen mache ich die nicht so gerne aus. So... Kamera aufstellen und ganz schnell raus. Wir hoffen, dass ich hinkomme, bevor er angreift. Wenn nicht, dann ziehe ich mich in die Toilette zurück oder so. Der Raum ist auch unbequem weit weg. Ich erzähle gleich den Weg Planet weiter. Das ist mir jetzt gerade noch ein bisschen wichtiger. So, das da. Und das da. Und lass uns gehen. Schritte hört, muss man sich eh keine Sorgen machen. Die Strecke vom Raum bis zur Eingangshalle ist so lang, dass die Chance, dass der Geist nochmal dahin kommt, sehr gering ist. Er hat mich eben gefunden, aber dann war die Jagd auch vorbei und ich glaube, beim ersten Mal ist er sehr direkt gelaufen. So, jetzt will ich als Belohnung für meinen Schrott, den ich hier anstelle, wenigstens mal einen Orb haben. Bitte. Immer noch kein Orb. Was ist heute mit den Orbs los? Das ist ja furchtbar. Kein Orb. Was soll ich machen? Bewegungssensor später.
Ich finde, es läuft ganz gut. Okay. Ja, also Little Big Planet Folge. Nicht Folge, sondern Level. Ich habe dann dieses Monster gebaut und dann. Schneller kannst du auch nicht angreifen. Ich muss gucken, dass ich Wegstrecke gut mache, sonst komme ich nie in den Raum an. Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Yes, zwei Beweise. Nein. Dahin. So, was haben wir noch? Nicht so wichtig, ich habe eh keine Sanity mehr. Ich habe eine Taschenlampe in der Hand, das heißt, ich sehe das Blinken. Ich bin sicher. Gut. Okay. Ja. Little Big Planet. Hab dann dieses Zwischensequenz gebaut mit Dahlia Gillespie, die dann sagte, du musst da und dahin. Und die leitet einen dann weiter in den Amusement Park. Okay. In den Amusement Park. Und da gibt es auch noch ein bisschen Szenen, habe ich dann gemacht. Und dann einen zweiten Endkampf beim. Ich habe gesehen, nur die Geisterbox und das Buch. Und bei einem Riesenrad gab es dann. Okay, also kein Dingens. Fingerabdrücke und. Moment. Fingerabdrücke und EMF. Okay. Gab es dann halt so eine Art zweiten Endkampf. Und dann habe ich noch eine riesen Treppe nach unten gebaut. In einen Raum, der dann vollgekritzelt war mit so Kinderzeichnungen und sowas. Das wollte ich dann noch bauen. Und von da aus hätte es dann den Endkampf gegeben. Und ja, soweit bin ich leider nicht mehr gekommen. Aber wie gesagt, zwischendurch beim Dark Souls 1 Spielen die Festplatte oder die PlayStation leider abgeraucht ist. War sehr traurig. Tja. Kruzifix. Also ich hätte gerne mal eine Kamera wenigstens. So, die Beweisgeber habe ich alle drin. Ein Kruzifix sollte ich aber mitnehmen. Beziehungsweise ist es ein bisschen einfacher, momentan einfach Salz hinzustreuen. So, merken, ein Kreuz auf dem Boden. Fingerabdrücke oder EMF. Beides ist wahrscheinlich. Ich tippe ein bisschen auf Oni. Ist der Axttyp schon wieder?
Gucken, wie lange es dauert, bis er wieder angreift. Ja. Zwei Treppen nach oben gibt. Die eine ist auch so weit weg. Scheiße. Bist du denn da? Naja. Hab ich was gekriegt? Ja, in die Richtung bitte. Schade. War ein Versuch wert. So, gib mir ein Zeichen. Die Taste. Gib mir ein Zeichen. Nein, nicht so ein Zeichen. Muss er da doch sein. Das ist ganz schön nah. So ist die Frage, ob ich jetzt raten soll. Immerhin habe ich das Salzteil noch bekommen. Problem ist wirklich, ich meine, ich habe keine Fingerabdrücke gefunden. Das ist so eine Mini-Chance. Das ist so eine Mini-Chance zu sagen, es ist vielleicht ein Oni. Ich werde jetzt so oft gejagt, dass die Chance, dass er ein normales Event macht, wo ich ein EMF-5 kriegen könnte, ist halt schon. Schon sehr gering. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Kruzifix und Bewegungssensor. Meine Kamera ist all. Ich denke mal nicht, dass ich eine Interaktion. Na, war ein Versuch wert. Ich glaube, bevor ich jetzt noch eine halbe Stunde rumsuche, ich finde die Folge cool, muss ich sagen, aber ich sage, es ist ein Oni. Könnt ihr es noch ewig weitermachen? Ich will eigentlich noch ewig mal weitermachen. Schwierig zu sagen, ne? Nix. Ich mache jetzt noch weiter. Ich bin bescheuert. Also, ich müsste einen Bewegungssensor mitnehmen. Und noch eine zweite Kamera. Vielleicht nehme ich mal das Grozi auf dem Boden mit. Warte, was habe ich dabei? Oh, Scheibe. Ja, vergessen wir das. Gut. Also, mal rein. Haben wir einfach ganz, ganz lange Zeit, um diese Folge anzugucken. Ich habe ja gesagt, ich hoffe, ihr habt alle was zu essen und zu trinken. Ich habe mittlerweile nichts mehr zu trinken.
Zur Entspannung mache ich gleich noch. War das ein Fünfer? Wäre eigentlich unlogisch, einen Fünfer hier zu kriegen bei der Aktion. Ich gucke immer nur so neben hier drauf. Ich lasse es mal an, auch wenn es wahnsinnig macht. Die Stärke des Onis. Achso. Jetzt ein Bewegungsmelder dabei, oder? Man weiß es nicht. Oder hatte ich jetzt das Kruzi dabei? Nee, ich hatte einen Bewegungsmelder dabei. Bewegungsmelder. Gib mir ein Zeichen. Nicht so eins. Das habe ich schon wieder nicht gesehen, ob ich ein... Keine Sorge, ich drehe mich nicht um. Lässt sich halt ganz gut kiten, der Kerl. Deswegen ist die Schule so cool. Okay, also. Yes! Geil. Sehr nah, sehr nah, sehr nah, gefällt mir nicht. Ich kann einfach nur geradeaus rennen. Naja, das ist noch weit. Weit genug weg. Na komm, na komm, na komm. Müsste eigentlich gleich vorbei sein, die Jagd. Macht der da Türen auf, während er mich jagt? Sehr gut. So, jetzt muss ich nur hier rauskommen, ohne dass er nochmal eine Jagd anfängt. Okay, das soll mir jetzt genügen. Mit ein bisschen Glück ist er noch durch einen Bewegungsmelder gelaufen. Dann würde mir nur das Kruzifix fehlen. Und damit könnte ich sehr, sehr gut leben.
Na? Yes! Cool, nur Kruzifix fehlt. Okay, ja, das nehme ich. Foto vom Geist, ja, sowas aber auch. Das Ding habe ich natürlich auch nicht fotografiert, was nicht so schlimm ist. Ich bin trotzdem sehr zufrieden. Keine Fotos, aber das macht nichts. Nice. Okay. Ich finde, es hat sich gelohnt. Okay. Cool. Ich möchte noch einmal Tanglewood machen, sonst ist die Tradition nicht erfüllt. Und insofern sehen wir uns gleich noch einmal. Ne? Bis dann. Ciao.